Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder Filmcheck und zwar wieder James Bond 007. Man lebt nur zweimal. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß. Ja, James Bond, man lebt nur zweimal. Einer meiner absoluten Lieblings-Bond-Filme. Ich liebe diesen Film, der ist absolut grandios. Ja, man muss auch sagen, das ist der erste Bond-Film, der so ein bisschen von Ian Fleming, ist ja der, der diese Bücher geschrieben hat. Hier weicht es von der Vorlage extrem ab, dieses Buch. Das ist mal so ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Kommen wir aber kurz zur Story. Ja, der Film fängt mit einem kleinen Schocker an, könnte man sagen. Daher auch eigentlich der Titel, der kommt von diesem Vorspann. Man lebt nur zweimal, ich möchte das jetzt aber nicht verraten an dieser Stelle. Ja, wir haben es, wie soll ich sagen, wir gehen hier in den Weltall sogar. Ja, es gibt ein mysteriöses Raumschiff, was andere Raumschiffe entführt. Es wird ein Raumschiff von den Russen entführt, es wird ein Raumschiff von den Amerikanern entführt. Und das bringt natürlich Spannung, weil beide Parteien beschuldigen sich gegenseitig. Das kann natürlich es liegt so ein atomarer Krieg in der Luft, sagen wir mal so. Und die Engländer finden halt raus, dass dieses geheime Raumschiff halt irgendwo in Japan gelandet ist. Schicken dort James Bond hin, er soll nachgucken, arbeitet mit dem japanischen Geheimdienst zusammen, um halt rauszufinden, was los ist. Das ist sozusagen die Story. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ja, für mich, wie gesagt, einer der absolut besten Bond-Filme. Kriegt von mir eine 5 von 5, sage ich hier schon mal raus. Wir haben wirklich alles in diesem Film spannend gemacht. Wir haben wieder Spectre dabei. Es ist wieder Blofeld dabei. Wir haben eine riesengroße, feindliche Basis. Das mag ich ja immer so. Dieses Übertriebene in diesem Bond-Film. Das finde ich auch richtig cool. Wir haben Ninjas dabei, dieser ganze Film, wie gesagt, er ist in Japan, wie es denn alles kommt, wie er das dann rauskriegt, er fährt mit diesen, wir haben das erste Mal diesen, wie hieß denn das Ding, jetzt habe ich das vergessen, sein Hubschrauber, Bell, Biene, wie es immer wieder hieß, und so ein, womit fliegt, auch richtig cool gemacht, diese ganze Szene. Man muss natürlich sagen, also Negativpunkt an diesem Film, will ich einfach mal sagen, ist einfach die Technik. Ja, der Film ist jetzt auch von 67. Das ist logisch, dass da die Technik jetzt ein bisschen, mit den Hubschraubern, diese Kampfszenen oder James Bond wird als Japaner verkleidet mit Schlitzaugen. Wir haben hier wirklich, der Film bietet sehr viel. Er ist wirklich spannend gemacht. Ich liebe diesen Film. Es ist wirklich für mich einer der besten Bond-Filme, den es gibt. Ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, gibt es da halt so extrem coole Szenen. Ich sage jetzt einfach mal, der Vulkan ist einfach genial. Leute, die den Film gesehen haben, die wissen, was ich damit meine. Ich finde das genial. Wie gesagt, mit seinem Hubschrauber, den er da fliegt, das ist genial, die Szene. Ja, wir haben hier wirklich sehr, sehr coole Action-Szenen dabei auf jeden Fall. Und ja, der Film ist spannend. Wie gesagt, wir haben Ninjas. Schaut euch den Film an. Er ist für mich einer mit der besten Bond-Filme. George Clooney, würde ich schon sagen. Sean Connery natürlich wieder in Bestform. Und ja, warum mehr will ich dazu gar nicht sagen. Schreibt mir in den Comments, wie ihr den Film so findet. Oder was ist eigentlich euer Lieblings-Bond-Film? Oder auch Darsteller. Könnt ihr mir auch mal unten in den Comments schreiben. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.